Hallo und herzlich willkommen bei Chefsaft. Mein Name ist Simon, hinter der Kamera ist die Elena und wir machen heute zusammen ein leckeres Kürbiscurry, weil die Elena sich das gewünscht hat zum Abendessen. Machen wir das natürlich. So, wir haben hier einen schönen kleinen Hokkaido-Kürbis. Eignet sich natürlich immer super. Schale kann man mitessen. Bloß an der Stelle machen wir sie dann natürlich ein bisschen ab. Nicht so schön. Einmal rein, so wie bei Excalibur. Unten runter. So, und dann mit dem Löffel kurz das rausgeholt. Hier. So, diese unschönen Stellen, die kommen ab. Also machen wir so kleine Streifen. So, Karotte passt gut dazu. Nehmen wir uns auch ein bisschen was. Hier haben wir ein bisschen Schalotte. Die schneiden wir uns grob klein. Das hier sind übrigens Kichererbsen und zwar die aus der Dose. Die haben den Vorteil, die sind vorgekocht, kann man ruckzuck benutzen. Ne? Das geht einfach ratzefatze. Wer natürlich getrocknete Kichererbsen benutzen will, kann das gerne tun. Muss man dann über Nacht einlegen und dann noch eine ganz schöne Zeit lang kochen. So, wir nehmen uns jetzt eine Pfanne dazu. Bisschen Öl machen wir rein. Machen wir die Schalotten rein. So, gucken, dass es nicht so heiß ist, sonst müssen wir wieder Hitze runtergehen. Kürbis und Karotte. So, wir würzen ein bisschen an. Und später können wir da noch nachwürzen. So, einfach nur ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Wenn das hier ein bisschen angeschwitzt ist, machen wir jetzt hier Kokosmilch drauf. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Currypaste dran. Das ist eine relativ milde. Wir machen hier gelbe Currypaste dran. Müsst ein bisschen aufpassen, die gelbe, die ist ja nicht so scharf. Da kann man ja ordentlich was dran ballern. Machen wir noch ein bisschen Chili mit dran. Wenn ihr rote Currypaste benutzt, braucht ihr das wahrscheinlich nicht mehr. Das ist jetzt schon relativ dick eingekocht, allerdings ist der Kürbis noch nicht ganz fertig. Also machen wir noch ein bisschen Wasser dran oder Brühe, wenn ihr habt. So, und dann verdünnen wir das nochmal und lassen noch ein bisschen kochen. Bisschen Limettenabrieb von der Bio-Limette. So gespritzte Sachen wollen wir ja nicht unbedingt im Essen haben. Das gibt eine ordentliche Frische und ein bisschen Saft kann man auch noch reinmachen. So, ein bisschen nachsalzen. Ein klein wenig Honig machen wir noch dran. Ein paar von den Kichererbsen machen wir jetzt rein. Wir machen noch ein bisschen Spinat rein. Der ist einfach blanchiert. So, wir richten an. Anstatt der Kichererbsen kann man natürlich auch super Reis dazu essen. Schmeckt auch mega lecker. Und wer mag auch einfach mit Nudeln, auch sehr gut. So, und schon ist das Ganze fertig. Super lecker, super einfach. Macht das einfach mal nach. Wirklich exzellent. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Mein Name ist Simon. Hinter der Kamera, das war die Elena. Und hinterlasst einen Kommentar, Glocke an. Ciao.